Ja, und somit wieder herzlich willkommen zurück zu der Part Mich mag 2. Tom am liebsten. Deshalb bin ich der Beifahrer. Ja, weil wir sind letztens stehen geblieben, ich weiß Ist es noch, bei der Mission, dass wir Rosa hier so besuchen müssen, Bordell. Ja, Bordell habe ich. Ich habe Bordell gesagt, wow. So, mit unserer schicken Freizeitanzughose stürmen wir hinaus zu unserer Hast du ach, noch Feuer? schickeren Karre. Weil das ist sie gleich da vorne. Mein Kumpel hat so einen gefahren und sich dann um den Telefonmast gewickelt, das arme Schwein. Ich kenne einen guten Oh. Mechaniker. Ja, ich weiß. So, La Mecha Rouge. Und man sieht wieder meine Fahrkünste. Oh, da steht ein geiles Auto. Das gehört eben mir. Ja. So. Hier rein. Muss sie wieder hier hoch zu Rosa? Weil wir haben ja die Akte oder so Was immer du gestohlen. vorhast, mach Sagen schnell Sie mir, dass weiter. Sie sich um diese Aufzeichnungen gekümmert haben. Wir haben nichts gegen Sie oder Ihre Kunden in der Hand, Rosa. Ihnen passiert nichts. Gut, dann kommen wir jetzt zum Geschäft. Ja. Tom und ich haben schon einiges arrangiert. Wir haben das Zimmer und das Mädchen. Sollte Geary hier auftauchen, sind wir vorbereitet. Moment, Sie haben mit Tom geredet? Wann? Gerade eben. Er ist hier. Er wollte das Mädchen sehen, mit dem wir den Senator in die Falle locken. Es war nicht leicht, zu wissen, was passiert. Aber ihre Zeit ist gekommen. Sie ist süchtig. Schlecht fürs Geschäft. Vielleicht ist es besser so. Ja, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Tom Hey, Hagen, Prost! das ist doch mein Consigliere. Tom, sieht aus, als wäre alles vorbereitet. Fast. Jetzt müssen wir Senator Geary nur noch überreden, herzukommen. Er muss selbst auf die Idee kommen. Wenn wir ihn zu sehr bedrängen, könnte er Verdacht schöpfen. Ich weiß. Deshalb musst du aufpassen, was du ihm sagst. Ich habe ein Treffen arrangiert. Der Senator denkt, du willst über den Kauf einer Firma mit ihm reden und brauchst seine Hilfe. Gut. Jetzt muss ich dafür sorgen, dass Geary den Köder schluckt. Versuch Ja, ihn bei musst du. seiner Eitelkeit zu packen. Sag ihm, dass es mit dem Deal Probleme gibt. Politische Probleme, geschäftliche Probleme. Finde raus, worauf er anspringt. Geary hat Beziehungen. Gib ihm das Gefühl, dass du ihn an dem Deal beteiligst, wenn er dir hilft. Ja, genau. So ungefähr. Ich brauche einen guten Soldaten. Einen, der sich behaupten kann. Wie sieht's aus? Ja, frag mich. Was willst du wissen? Wenn dich was interessiert, frag. Ich habe kein Problem damit, alles offen auf den Tisch zu legen. Hast du Fähigkeiten, von denen ich wissen sollte? Sanitäter bei der Armee, 2 Jahre lang, mit Kampferfahrung. Die Grundlagen beherrsche ich. Leute stabilisieren und sowas. Yep. Den nehmen wir uns. Weil ich habe Ich meistens gehöre dann also Zwei-Familie. zur Familie? Du ziehst mich nicht auf? Willst mich nicht verarschen? Machst keine Spielchen mit mir? Es ist nur. Bist du sicher? Du gefällst mir, Mann. Du gehörst zu uns. Willkommen in der Familie. Weil, ich habe wieder 2 Plätze frei bekommen. Ich habe jetzt den hier, weil ich habe immer 2 Sanitäter. Da kann ich eben ein Team mit einem Sanitäter schicken und einen Bis zum Sanitäter nächsten Mal, habe ich Dominik. bei mir. Wenn jemand kommt, schreie ich. Ja, schrei ruhig. Moment. Ach, ich weiß, was ich tun wollte. Ich weiß, was ich tun wollte. Fuck. Nee, einer ist verletzt. Okay, Moment. Okay, er holt sich. Er ist eh gleich wieder da mal. So nebenbei Florida. Es gehört noch ein Geschäft ihnen. Und das greife ich jetzt an. Übernahme Versuch. Du. Du. Übernahme Versuch. So. Weil dann können wir nämlich das Anwesen von Rosato und Rosato selbst töten. Weil ich wollte nämlich töten, bevor die Manganas kommen, sonst haben wir dann Probleme. Weil die Manganas sind dann echt scheiße. Die haben nämlich dann fast alle meine Geschäfte und ich muss jetzt alle wieder zurückholen. Das wird könnte dann ein kleines. Naja, sagen wir Du mal. solltest diesen neuen Soldaten auf Herz und Nieren prüfen. Ach, ein Drink ist okay. Down-Verbindung klar.
Moment, mehr. Familie. Attackiert, klar. Zurück. Florida. Okay, muss jetzt wohl reichen. Interessant. Senator Geary, mein Name ist Dominic. Freut mich, Sie kennenzulernen. Gleichfalls. Nettes Plätzchen, das Hagen da für uns ausgesucht hat. Aber lassen wir das. Worüber wollen Sie mit mir reden? Über ein Geschäft, Senator. Ich habe die Gelegenheit, ein ausländisches Unternehmen zu kaufen. Allerdings wollen einige Anteilseigner nicht verkaufen. Sie kennen sie. Sie haben früher zusammengearbeitet. Ich hatte gehofft, Sie können mir helfen. Sie haben also das Geld, werden es aber nicht los, wenn ich recht verstehe. Lassen Sie mich raten. Diese Leute haben sich informiert, wovon Sie tatsächlich leben. Und das hat Ihnen nicht gefallen. Warum sollte ich Ihnen also helfen? Mein Portfolio ist makellos, Senator. Natürlich erwarte ich nicht, dass Sie mir umsonst helfen. Wenn Sie mit diesen Partnern reden und den Deal vorantreiben, beteilige ich Sie am Gewinn. 5%. 5%? Junge, wenn Sie mich um Hilfe bitten, sollte Ihnen klar sein, dass ich Sie ausquetsche. 25%, weil ich Geschäfte mit Ihnen mache. Aber um ehrlich zu sein, verachte ich Sie und Ihresgleichen. Okay, Senator, 25%. Tom, mein Anwalt, wird Ihnen einige Namen zukommen lassen. Alles, was ich will, sind ein paar Telefonate. Wir verstehen uns? Vielleicht. Soll ich Ihnen sagen, was ich denke? Sie spielen nicht mit offenen Karten. Sie haben zu schnell eingeschlagen. 5%? 25? Scheiße, ich hätte 50 fordern sollen. Also, was ist wirklich drin für Sie? Was wollen Sie? Um Macht, Senator. Ich brauche Ihre Hilfe, weil einige andere diesen Deal ebenfalls abschließen wollen. Ist das so verwerflich? Mächtiger zu sein als die Konkurrenz? Und wenn wir dadurch reich werden, ist das eben so. Das klingt schon besser. Es geht also weder ums Geschäft noch um die Politik. Sie wollen Ihre Konkurrenz kaltstellen. Wenigstens in diesem Punkt sind Sie ehrlich. Dieser Deal, weiß sonst noch jemand davon? Nein, nur Sie und ich. Und das sollte auch so bleiben. Deshalb die Eile. Ich will nicht, dass sich noch jemand einmischt. Also, sind Sie dabei? Ja oder nein? Wissen Sie was? Ich mag Sie nicht, aber Ihre Art gefällt mir. Ich bin dabei. Ich rede mit meinen Freunden, aber das kostet Sie was. Aber angesichts der Art unseres Deals gibt es doch sicher noch andere Vorteile, oder? Natürlich. Meine Partner haben in verschiedenen Clubs in ganz Amerika außerordentliche Privilegien. Sollte Sie das interessieren, kann ich Sie auf die Mitgliederliste setzen lassen. Gewissermaßen. Tatsächlich? Ja, ich wäre wirklich gern auf dieser Liste. Gewissermaßen. Nun, Senator, als Zeichen meiner Freundschaft könnte ich Ihnen eine Gratis-Mitgliedschaft im La Maison Rouge anbieten. Kommen Sie einfach vorbei, wenn Sie in New York sind. Sie sind dort immer willkommen. Ihr Stil gefällt mir. Okay, Dominic, wir sind im Geschäft. Danke, Senator. Tom wird sich mit den Einzelheiten an Sie wenden. So. Sie sind in Ordnung. Man sieht sich. Viel Vergnügen, Senator. Jawohl, Matt. Er wacht auf, du solltest herkommen. Danke, Tom. Bin schon unterwegs. Tom? Na los, verschwindet. Ich dachte, Sie brauchen Hilfe. Hagen, hören Sie. Ich hab nichts getan. Hey, ich weiß. Schon gut. Sie haben Glück, dass zuerst ich angerufen wurde. Niemand weiß was. Nur ein Spiel. Ich bring das in Ordnung. Wie ist das passiert? Ich weiß noch, dass sie gelacht hat. Dann bin ich weggetreten. Als ich zu mir kam, lag ich auf dem Boden. Senator, wir rufen Ihr Büro an und sagen, dass Sie erst morgen kommen. Sie bleiben über Nacht in einem unserer Hotels. Als Gast. Pat, sehen Sie mich an. Das Mädchen hat keine Familie. Niemand weiß, dass sie hier gearbeitet hat. Es ist, als hätte sie nie existiert.
alles, was bleibt, ist unsere Freundschaft. Joa. Warten Sie hier, Senator. Tom schickt Ihnen jemand, der Sie zum Hotel bringt. Dominik, ich verstehe das nicht. Warum erinnere ich mich an nichts? Das ist gut. Je weniger Sie wissen, desto weniger können Sie erzählen. Aber mit mir können Sie reden. Gibt es irgendetwas, das ich wissen sollte? Etwas, das uns beiden helfen könnte? Das kann unwichtig sein, aber ich bin Vorsitzender des Mafia-Ausschusses. Ich habe Akteneinsicht. Soweit wir es beurteilen können, sickert eine neue Cosa Nostra nach Florida ein. Wer? Wer steckt dahinter? Die Mengano-Familie aus Sizilien. Oha. Vor der Revolution sah alles danach aus, als würden sie auf Kuba Fuß fassen. Jetzt sind sie hier. Tut mir leid, Dominik. Mehr weiß ich nicht. Scheiß Manganos. Nein! Geary ist ziemlich aufgewühlt. Sorgt dafür, dass das so bleibt. Ich setze jemanden auf ihn an. Er soll wissen, dass er beobachtet wird. Oder beschützt. Da drin ist die Hölle los. Ich will nicht, dass eines der Mädchen irgendwas sieht. Niemand weiß etwas von der Sache, Senator. Nur Rosa und wir. Rosa gibt den Mädchen den Rest der Nacht frei. Dann können wir sauber machen und die Leiche verschwinden lassen. Die haben mich beim letzten Mal beschissen. Na klar, ich dich beschissen. Du bist doch... Ja. Du bist doch beschissen. Auto. Schön. Gut. So. Ja, wir fahren jetzt zum Flughafen, um danach nach Florida zu kommen. Oh. Weil unser jetziges Missionsziel ist, fliegt nach Florida. Und mit dem Auto kann man nicht fliegen, deswegen müssen wir wohl lieber zum Flughafen fahren. So, der Flughafen ist eh nicht weit entfernt. New York ist eh angenehm zu fahren, also schon okay. Und der Flughafen ist auch ganz hinten hier, das ist auch ganz nett. So, da vorne ist auch schon Le Flughafen. Le Flughafluge. Oh, das hat gekracht. So. Möchten Sie ein Ticket, Sir? Ja. Okay, alles bereit. Danke, dass Sie heute mit uns fliegen. Ja, bitte. Ich will nur noch Florida. Und jetzt? Sir, in der Lounge hat ein Mann nach Ihnen gefragt. Woher weißt du, wer ich bin? Und ein Mann hat nach Ihnen gefragt. Michael! Hi, Fredo. Hab ich eben Don Corleone gesehen? Michael, was machst du denn hier? Niemand weiß, dass ich hier bin. Ich muss mit dir reden. Über die Mangano-Familie. Tom hat dich also schon informiert. Mhm. Gut, dann weißt du, dass sie hier sind. In Florida. Ja, und Dominic, das ist gut für uns. Samuel Mangano hat gute Verbindungen nach Sizilien. Er ist ein mächtiger Mann und ich vertraue ihm. Er war seinen Freunden gegenüber immer loyal. Und, hat er hier in Amerika Freunde? Irgendwelche Verbündeten? Das bezweifle ich. Vermutlich zieht Samuel die ganze Florida-Sache im Alleingang durch. Das ist angesichts des Ärgers mit den Granados ziemlich riskant. Er muss dieses Risiko nicht eingehen. Ich treffe mich mit ihm. Rede mit ihm über eine Waffenruhe. Don Mangano klingt nach jemandem, den ich gerne auf meiner Seite hätte. Gut, aber wenn es mit Mangano nicht läuft, zieh dich einfach zurück. Verarsch ihn nicht. Wenn er keine Waffenruhe will, ist das okay. Mach ihn dir nicht zum Feind. Samuel ist kein Mann, der schnell vergisst. Michael, wie wär's, wenn du da mal runterkommst? Das ist jetzt... Ein Bündnis mit den Manganos könnte sich auszahlen, solange sie uns nicht reinlegen. Ich beobachte die Nachbarn. So. Na gut, dann gehen wir jetzt zu Don Samuel Mangano. Hallo. So. Draußen wartet bestimmt. Na gut.
Dann ist die Folge auch schon wieder vorbei, aber wir machen ja gleich weiter.